Mein Herr, bitte. Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Was ist mit ihm? Er spricht von Folter. Wahnsinn. Einem riesigen Adler, der Menschen aus dieser Welt reißt und in die Hölle fliegt. Das klingt, als wäre er verrückt. Doch dann ist sein Kopf wieder ganz klar und er beschreibt seltsam gekleidete Mongolen, die in einer stürmischen Nacht erschienen und mit dämonischen Stimmen sangen. Ich glaube, es gibt sie wirklich und dass sie die Leute in seinem Dorf in den Wahnsinn trieben. Der Ort heißt Küste des Ertrunkenen. In Akashima. Ich gehe dem nach. Seid vorsichtig, mein Herr. Nachdem ich diesen Mann gehört habe, schlafe ich nachts nicht mehr gut. Сумтер хавас нист йор сон. Бит бэнг, бэлэн кич бит. Сум насын бургомчу. Нуго самурай чин ном сом тайбэ. Сумон хорэк зэкуи. Сом шон гэнак шик босса. Юма. Бартана. Кэнгвэй. Bin in der Pfanne. Thank you.
Seid vorsichtig, mein Herr. Alt-Yarikawa ist ein gefährlicher Ort. Was ist hier passiert? Wir gingen die Straße entlang und hörten Schreie. Als wir hier ankamen, war es schon zu spät. Sie haben sich gegenseitig getötet? Nein. Es war das Phantom von Yarikawas Rache. Ein Phantom? Ihr kennt nur einen Teil der Geschichte, nicht alles. Vor langer Zeit waren die Samurai des Yarikawa-Clans die geschicktesten Schwertkämpfer unserer Insel. In jeder Generation wurde einem Fürsten das Familiengeheimnis anvertraut. Eine tödliche Technik namens Tanz des Zorns, die die Abwehr jedes Feindes durchdringen konnte. Zum größten Meister des Tanzes des Zorns wurde Fürst Tokiyasa Yarikawa. Sein Volk liebte ihn, doch er missgönnte dem Shimura-Clan seine Macht. In seiner Gier nach Kontrolle begann er eine blutige Rebellion, die zahllose Leben forderte. Fürst Shimuras Vater und Brüder fielen Yarikawas Tanz des Zorns-Technik zum Opfer. Doch mit Hilfe des Sakai-Clans schlug Shimura die Rebellion nieder und richtete Fürst Yarikawa hin. Bevor er starb, schwor der Verräter, sein unterworfenes Volk vom Grabe aus zu rächen. Heute bringt sein Volk seiner Seele in den Schreinen der Ruinen Alt-Yarikawas Opfergaben dar. Es erfleht den Tod seiner Feinde. Und der Geist von Yarikawas Rache antwortet ihnen mit dem Tanz des Zorns. Ihr glaubt, dieses Phantom hat die Männer getötet? Sie waren Händler, bekannt dafür, ihre Kunden zu betrügen. Sie erzielten Profit durch Betrug. Hat jemand für ihren Tod gebetet? Die Schreine quellen über vor Opfergaben für das Phantom. Sie bitten um blutige Vergeltung. Wie finde ich diese Schreine? Eine Handvoll Stroh und Blütenblätter werden verbrannt, um Rauch zu erzeugen, damit das Phantom die Gebete erhört. Seht zum Himmel auf, mein Herr. Seid vorsichtig. Die Menschen hier haben die Rolle eures Clans bei ihrem Untergang nicht vergessen. Das war vor langer Zeit. Nicht für sie. Rauch. Ein Opfer für das Phantom. Heitaro hat unser Volk verraten. Er ist im Lager in der Nähe. Beendet sein wertloses Leben. Bestimmt das Lager der Überlebenden. Fürst Sakai, wie können wir euch helfen? Wer von euch ist Heitaro? Das bin ich. Jemand hat das Phantom von Yarikawas Rache gebeten, euch zu töten. Aber warum denn nur? Er ist ein mongolischer Spion, schleicht sich nachts stundenlang davon. Sagt nicht, wo er hingeht. Ich habe nichts Falsches getan. Wenn ihr den Mongolen helft, finde ich das heraus. Das würde ich nie tun. Bitte, lasst es mich beweisen. Bringt ihn dazu zu gestehen. Ich erkläre es euch. Doch nicht hier. Folgt mir.
Ich kann nicht glauben, dass man mich tot sehen will. Ihr solltet euch eher um mich Sorgen machen. Ich bin real, das Phantom nicht. Aber mein Herr, ich hab's gesehen. Wirklich? Wo? Auf der Straße. Drei Banditen wollten mich ausrauben. Das Phantom tötete sie und verschwand. Hierher komme ich nachts, mein Herr. Ein Grab. Wer liegt hier? Sein Name war Chujiro. Wir standen uns nah. Doch seine Frau und Familie sind im Lager. Ich kann meine Besuche nicht erklären, ohne ihnen weh zu tun. Ich verstehe. Doch die Menschen im Lager tun das nicht. Und sie haben Angst. Ihr seid dort nicht sicher. Wo soll ich sonst hin? Begebt euch nach Ariake. Geht, bevor es zu spät ist. Danke, mein Herr. Das ist eine Nachricht für das Phantom von Yarikawas Rache. Die Mongolen versklaven unser Volk. Sie haben am Kushi-Fluss ein Lager, nicht weit von diesem Schrein. Vernichtet sie. Das ist mein Kampf, nicht der des Phantoms. Schildträger. Es braucht großes Können, um sie zu töten. Keine Mongolen. Japaner. Warum mussten sie sterben? Lasst mich raus! Bitte, mein Herr! Ganz ruhig. Ich befreie euch. Sag mir, was passiert ist. Das Phantom. Es hat sie alle getötet. Dann ist es fort. Ich dachte, ich würde in einem Käfig sterben. Wer waren die Leute bei den Mongolen? Sie haben mich an sie verkauft. Ihr seid frei. Geht. Oh, danke. Noch ein Schrein für das Phantom. Wenn hier eine Nachricht war, hat sie das Phantom bereits geholt. Ein Kampf in der Nähe. Hier lebt schon sehr lange jemand. Ach, voller Flöhe. Von einem Yarikawa-Samurai. Ein Banner des Yarikawa-Clans. Von gebildeter Hand verfasst. Doch die Worte sind Unsinn. Fürst Yarikawa soll angeblich noch am Leben sein.
Opfergaben von den Schreinen für das Phantom. Hat ein Samurai des Yarikawa-Clans überlebt? Ich muss denjenigen finden. Ich muss nach einem weiteren Schrein suchen. Fürst Sakai ist der letzte seines Clans und ein Diener von Shimura. Führt ihn zum Garten der Götter, damit sie Zeuge seines Todes werden. Ein Gebet an das Phantom. Es soll mich töten. Ich gehe zum Garten der Götter und setze dem ein Ende. Mein Herr! Was wisst ihr über den Garten der Götter? Nur, dass es ein wunderschönes Feld mit weißen Blumen ist. Fürst Sakai! Sagt mir, wo ich den Garten der Götter finde. Ihr seid nah dran. Haltet Ausschau nach den Götterstatuen, die Sonkaku, der Bildhauer, geschaffen hat. Sie bewachen den Garten. Ich bin Fürstin Masako einmal begegnet. Da würde ich doch lieber einen Mongolen erzürnen. Das Phantom! Es war gerade hier! Ihr habt es gesehen? Wo ist es hin? Zum Garten der Götter. Deshalb sind dort wohl all die Glühwürmchen versammelt. Die fassen mich nicht an. Dann nehme ich mir lieber das Leben. Götterstatuen. Das muss ihr Garten sein. Ein Schrein, doch kein Phantom. Diese Nachricht ist für mich. Yarikawas Rache erwartet euch. Ihr seid also das Phantom. Ich bin der Wind, der die Asche aufwirbelt. Ich bin Yarikawas Rache. Ihr vergießt Blut mit einer Technik, die mit einem Verräterclan ausstarb. Wer seid ihr? Die Tochter eines Samurai? Habt ihr die Rebellion überlebt? Niemand hat überlebt. Dies ist ein Land voller Geister. Wer will mich tot sehen? Die Bauern, die sich für euch verneigen. Die lächelnden Händler, die ihr bezahlt. Ganz Yarikawa betet für den Tod des Sakai-Clans und Shimura. Nicht alle. Einige vergeben. Der Rest fleht weinend um Rache. Ich werde ihnen Trost bringen. Yarikawa ist euer Grab. Ihr seid schnell. Ihr hättet niemals kommen sollen. Was tut ihr da? Ich lerne. Ich weiß, wie ich euch besiege. Nein, ihr werdet sterben.
Ihr wart eine große Kriegerin, doch Zorn macht euch blind für den wahren Feind. Der Tanz des Zorns gehört jetzt mir. Ich werde ihn auch nutzen. Fürst Sakai, hab Dank. Nochmal. Shino, ihr seid sicher angekommen. Der Weg war frei von Dämonen. Weder Kappa noch andere. Meine Tante lehrt mich jetzt, Verwundete zu heilen. Euer Vater wäre stolz. Fürst Sakai. Norio, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Hochi und seine Anhänger kamen vom Zedern-Tempel, um die Heiler im Dorf auszubilden. Die Mongolen entführten sie. Sonst nahmen sie nichts? Hochi ging friedlich mit, da verschonten sie das Dorf. Abschlachten wäre sich wert. Unterwerfung belohnen. Kutuns Lieblingstaktik. Er hätte nicht mit ihnen mitgehen sollen. Er opferte sich selbst für das Dorf. Sie werden zurückkommen. Er hat das Ende nur hinausgezögert. Dann ist es gut, dass ihr und ich hier sind. Wisst ihr, wo sie hin sind? Sie ritten an den Teefeldern vorbei. Suchen wir ihre Spuren. Sie dürfen den Mönchen nichts antun. Sie sind Heiler. Die Mongolen werden sie am Leben lassen. Diesen Invasoren traue ich ehrlich gesagt alles zu. Sie kamen hier, an den Teefeldern entlang. Sucht nach Spuren. Hier sind Spuren. Sie sind in Richtung Sumpf. Kommt! Klingt, als würdet ihr und Hochi euch kennen. Hochi beschwerte sich immer, dass mein Bruder zu kampflustig sei. Was für ein Mönch ist Hochi? In Sago waren die Leute furchtbar krank. Ihre Gesichter und Glieder verfaulten. Jeder mied sie, nur Hochi nicht. Er lebte unter ihnen und pflegte sie. Mut zeigt sich in vielen Formen. Hochi glaubt, Kriegsmönche sind voller Wut und Hass. Aber wenn ich meine Naginata schwinge, opfere ich die wenigen, um die vielen zu retten. Und das tue ich ohne Hass. Da sind sie. Bleibt hier, Norio. Nicht, dass die Mönche zwischen die Fronten geraten. Was ist das? Ich bin mit dem Kind mit.
Alles wird wieder gut. Seid ihr der Samurai, der wieder auferstanden ist? Ist Hochi bei euch? Hochi? Nein, aber einer von uns ist entkommen. Die Eindringlinge haben ihn verfolgt. Sie kommen sicher gleich wieder. Fürst Sakai, Mongolen auf der Straße. Norio, ihr lebt. Zurück, alle Mann. Ist jemand verletzt? Uns geht es gut, mein Herr. Wo ist Hochi? Eine andere Gruppe hat ihn. Norio, sie kannten Hochis Namen. Und sie erwähnten den Zedern-Tempel. Fürst Sakai. Warum sollten Sie Hochi vom Rest trennen? Weil er der beste Heiler ist. Sie brauchen ihn vielleicht. Und er ist gern mal vorlaut. Ihr meint, er hat Sie verärgert? Ich kenne Hochi. Ja. Zieht keine voreiligen Schlüsse. Zunächst einmal müssen wir ihn finden. Ich werde herausfinden, wohin Sie ihn gebracht haben. Wir sehen uns dann in Akashima. Wir finden ihn, Norio.